Psst. Ich habe hier was für Sie. Mein neues Buch. Das hier ist tatsächlich, ich glaube, das allererste Exemplar. Kaufen kann man das Ding nämlich erst ab 4. Oktober. Und es heißt Eat It und ich habe es zusammengeschrieben mit meiner Freundin Marlene Göring. Aber worum geht's? Warum finde ich, dass man dieses Buch lesen sollte? Okay, das erzählt natürlich jeder Autor. Insofern nicht gleich langweilen, denn ich habe jetzt wirklich was zu sagen. Das größte Umweltproblem auf dem Planeten Erde, was ist das? Wissen Sie das? Autos? Flugzeuge? Kohlekraftwerke? Nein. Das größte Umweltproblem auf diesem Planeten ist unser Essen. Und dabei geht es auch nicht darum, was wir essen, ob es Wurst oder Veggie. Das ist gar nicht so wichtig. Viel entscheidender ist die Frage, wie wird unser Essen produziert und wo kommt es her? Und genau das haben wir in diesem Buch mal ganz genau beschrieben. Und wir trauen uns auch, so ein paar Lösungsvorschläge zu machen. Also wie kann man das eigentlich besser machen? Kurz gesagt, wie kann man die Erde gesund essen? Und es gibt, glaube ich, das muss ich jetzt mal nach einem Vierteljahrhundert als Wissenschaftsjournalist sagen, im Moment kein wichtigeres Thema als das. Klima, Artensterben, Wasserverluste, Wetterextreme. Die Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren, ist wahrscheinlich der beste Hebel, den wir haben, um die Welt zu retten. Also deshalb dieses Buch.